Okay, hiermit begrüße ich alle, die das sehen werden, falls wir es nicht drauf schaffen. Ja, willkommen in Scum. Wir nähern uns Tschernobyl. Ich bin hier mit Maulwurf. Ihr kennt Hi. ihn nicht, keine Sorge. Ja, wir sind gerade bei einer Erkundungstour. Sag hallo YouTube. Hallo YouTube. Welcome bei unseren Crazy Challenge. Wir besuchen verlassene Orte. Oder irgendwie sowas, weißt du? Es gibt ja solche Formate. Lost Places. Genau. Wir sind jetzt bei 8 Sievert. Wir sind aber nicht Oh, was ist krankenversichert, das? oder? Nee, nee. Oh, Okay, ist das dann der hoffen Sound wir mal hier? wirklich sehr, dass wir kein Loch in den Anzug bekommen. Zunächst einmal möchte ich sagen, dass wir keine Ahnung haben, was uns erwartet, bis auf Radioaktivität, wie wir sehen. Ja, wir sind in gelben Anzügen. Ja, und ich glaube, ach so, das ist das Wasser. Okay. Oh, was ist das? Moment, da ist was am Wasser. Oh, ich glaube, wir sind am Parkplatz angekommen. Ach nee, oder? Das ist der Campingplatz hier. Ja, stimmt, der Ah, Campingplatz. lol, da ist der voll in der Zone drin. Ja, der Campingplatz ist jetzt auch nicht mal so attraktiv geworden. Meine Güte, was für eine Atmosphäre. Wahnsinn, oder? Ja, ich hatte vor, übrigens für unsere Unterhaltung einen Voice Changer anzumachen, aber das konnte ich in den Einstellungen nicht ändern, welches Mikro erkannt wird. Ich wollte so einen Radiorundfunk einschalten, weil wir im Anzug sind Das wäre noch richtig cool jetzt. und ich eine Menge Backrooms-Videos gesehen habe diese Woche. Stell dir mal vor, die Entwickler sind so lustig, dass sie einfach mal heimlich zum 1. April die Backrooms hinzufügen. Ach, wäre das schön. Oh, jetzt wird es aber auch krass hier. Oha, und ich glaube, wir sehen das erste Anzeichen von Tschernobyl und es raucht gewaltig und wir sind knapp bei. Na doch, wir sind bei 9 Sieverts. Und es wird richtig neblig. Hast du das gehört? Ich Bisschen glaube, was. ich habe schon die erste Puppe gehört. Von rechts irgendwo. Oh. Haben wir atmosphärische Geräusche? Gute Frage. Also ich Moment. sehe es. Warte mal. Ja, das haben wir. Wir haben tatsächlich Ambient Sound. So Nice. ein. Nice. Alter Schwede. Was ist das dort? Irgendein Gebäude. Ist das schon der Komplex? Nee, es raucht ja hier rechts beim Turm. Scheint so, ja. Ja. Da ist, glaube ich, der Komplex. Ach du Heilige, schaut jemand die Bäume an. Ach nee, oder ist das ein normaler Baum? Warte mal, haben sie die Bäume auch extra umgestaltet oder nur. Okay, wisst ihr was? Ich glaube, ich mach mal Voice Chat auf permanent an. Hier oben, mach das.
Okay, jetzt rede ich permanent, das muss ich jetzt keinen Knopf drücken. Und wir sind bei knapp 10 Sievert. Hörst du das? Wow. Ja, ich höre das. Hast du dieses du gehört? Sollen wir mal gucken? Aber ich weiß nicht, ob das so Red Forest-mäßig ist, ne? Nicht, dass wir da später uns noch was irgendwie holen. Wer weiß das? Ich weiß nicht, ob es hier Puppen gibt oder schon Mutanten. Vielleicht ist das einfach nur Atmosphäre wie beim Halloween-Haus. Oh, da ist einfach nur die Tiere. Das könnte da auch sein, ne? Ist auf jeden Fall sehr interessant gerade. Okay, hier wachsen Pilze, interessant. Oh. Oh. Ja, ich seh's. Der Komplex. Wenn hier jetzt Meckers im Nebel laufen, ne? Das wird bescheiden. Das wird sehr schlecht werden. Okay. Ich vermute mal, da wo es raucht, ist das Hauptgebiet. Kann es sein, dass der Geigerzähler gerade richtig ausschlägt? Ja, bei 10 Sievert. Wow. Ja, deinen kannst du übrigens ausmachen, um vielleicht Energie zu sparen oder so. Dann haben wir noch einen auf Backup. Sehr gut. Ja, und hier ist ein Unfall passiert, scheinbar. Oh, kann ich sogar durchsuchen. Ach du Heilige, da ist verstrahlte Muni, Geld und eine kleine Werkzeugkiste drinne. Aber das lassen wir hier, oder? Das können wir hier lassen, ja. Okay, wir sind wegen was anderem hier. Brauchen Bleiplatten. Ah, wir brauchen eine Bleirüstung. Okay, gehen wir in das Gebäude da rein, vor uns? Können wir gerne machen. Ich folge dir. Ich glaube, ist das da was? Da ist eine Puppe vor uns. Pass auf. Ja, ich glaube, das sind einfach nur Vögel. Vor uns. Ja, ich glaube, ich würde den mal ausnocken. Mal gucken. Okay, soll ich meine Waffe auch nehmen? Ja, wäre, glaube ich, ganz gut. Ich wünschte, ich könnte die Pistole in der Nebenhand halten. Da ist ja noch eine Puppe. In der Luft gewesen. Wow, was für eine Stimmung. Jetzt siehst du die auch kaum, ne? Okay, gehen wir? Ja, ich folge dir. Ich gebe dir Deckung. Okay, lass uns mal links rumgehen. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht pullern. Wenn ich pullern sollte, lasse ich es einfach laufen. Besser eine nasse Hose als ein dritter Arm. Oh, der ist auf uns aufmerksam geworden. Und tot. Oh Gott. Ja, wir sollten vielleicht versuchen, auf Schwertern zu bleiben. Oh Gott. Dann werde ich mal auf Bogen switchen. Oder auf Bogen. Okay. Oh, vielleicht hätte ich den Chat ausmachen sollen. Soll ich? Alles gut. Naja, ich meine, ich habe die ja nicht gefragt. Ich habe mich ja gefragt. Ich glaube, das mache ich mal einfach. Ja. Wenn es was Wichtiges gibt, sag mir einfach. Spiel. Chat. Wo ist der Chat? Einstellungen. Ach du Heil.
Heilige, ist das ein Nebel? Nope, der Chat bleibt an. Okay. Ja, gut, lass uns weiter reingehen. Hier ist sogar ein Zug mit Containern, okay. Echt, hier komme ich nicht. Na, also. Mir ist ziemlich warm. Nein, ist die nicht. Die ist nur ein bisschen warm. Das ist normal. Oh. Blinkendes Licht. Okay. Was für eine Stimmung hier. Krass. Ja. Oh, hey. Schuhe. Genau, was ich brauche. Wanderschuhe. Yay. Was ist hier eigentlich so alles drin? Lohnt es sich oder ist das einfach nur verstrahlter Schrott? Hey, eine Gehhilfe. Die auf, hilft mir auch nicht weiter. Ich glaube, einer hat uns gehört. Kann man das hier öffnen? Nee. Was meinst du, wo findet man Uran? Oder Graphit? Ich denke mal im Teil des Reaktorgebäudes vielleicht, oder? Aber nicht in Kisten, oder? Bestimmt ein Spezialraum, denke ich mal. Ja, würde Sinn machen, wer sonst irgendwie... Oh, wie ist... Das ist, glaube ich, Kühlwasser. So wie es aussieht, will man da auf jeden Fall nicht rein. Ich glaube, das weiß, brennt uns die Anzüge weg. Am Boden. Warte mal, was ist das hier überhaupt für ein Gebäude? Das gibt's noch abhängig. Und es geht ab. Ach du Heilige. Wenn ich da dran stehe, ist die Anzeige auf. Was ist die über 10? 15? Keine Ahnung. Wenn ich hier so dran stehe. Gut. Okay, ja, das sind Uranbecken. Warum ist hier ein Absinth? Ach, guck hier da. Anzugsfächer. Da wollen wir aber nicht reinschauen, oder? Ja, wir könnten vielleicht mal reinschauen. Wer weiß, vielleicht gibt es da ja das Uran. Das wäre eine Möglichkeit, oder? Zum Testen, schätze ich mal. Okay. Willst du es versuchen? Was ist der Diebstahl-Level bei dir? Ich bin Anfänger und 13%. Ja, ich habe jetzt aber auch leider nur 6 Schraubendreher mit. Und das war's dann. Oh, ja gut, dann vergiss es. Dann, glaube ich, können wir das knicken. Oh, da ist eine Tür. Wer weiß, vielleicht finden wir hier ein bisschen was. Hier ist nichts. Das sind ganz normale Büroräume und ein Schraubendreher. Ein paar Kisten. Aber alles verstrahlt. Ja, das ist irgend so eine Werkzeugdings. Besenkammer. Ah. Ich glaube, hier findet man jetzt nichts mehr, ne?
zumindest nichts. Oh, ich glaube, das sind die Stäbe, oder? Ich weiß nicht, was das für Stäbe sind. Die würden hier nicht einfach so rumliegen. Ist hier noch so ein Anzugding? Ach du meine Güte. Ich glaube, wir sollten das wirklich mal ausprobieren, oder? Vielleicht finden wir was mit Quacken. Und hier geht's wieder ab. Okay. Nee, das ist einfach. Oder? Nee, Eko. Oh nee. Nicht, dass wir im Nachhinein doch alles knacken müssen, um Zeug zu bekommen. Ich glaube, darauf läuft es hinaus. Ich glaube, da müssen wir wirklich was holen. Nee, das ist ein einfacher Anzugfächer, oder? Nee, nee, Moment, warum sollten die Uran da drinnen lagern? Das ist bestimmt in dem Spezialraum. Weißt du, so doppelsicher oder so. Das ist ja nur eher ein Schrank für Anzüge. Okay, ja, hier unten ist nicht groß was. Schätze ich. Und es ist hier überall auf 10 Sieverts. Und wer zum Teufel hat hier eine... hat hier Zeug gemalt? Gehen wir hier hoch? Wir können es mal versuchen. Wow, und Ego sieht das sehr schön aus. Das Gebäude verbindet uns mit dem Hauptding. Wir kriegen Besuch. Da. Sicher? Hätten wir unten die Tür schließen sollen? Sollten wir machen. Und dennoch zusammenbleiben, weil wir sind schlaue Leute. Ah, da kommt einer, da kommt einer, da kommt ja wirklich einer. Mach die Tür zu. Wo kommt der her? Da ist ja noch einer. Wo zum Teufel kommen die her? Die kommen ja wirklich angerannt. Sauber. Ach du Heilige, wie sollten... Oh mein Gott, das war ja wirklich eine schlaue Idee, die Tür zuzumachen. Ach du Heilige. Die. Ist das geskriptet? Ich komme als ob. Das sieht schon wahnsinnig aus. Was ist eigentlich hier so drin? Ganz normaler Zeug. Und eine große Werkzeugkiste habt ihr lassen ja auch hier. Ja, ich glaube, das können wir alles hier lassen. Ich weiß die nicht, Außenwelt ob das so gesund ist, wenn wir das mit in die Base nehmen. Jo, was war das? Ich hatte so ein leichtes, so ein Ähnliches gehört. Draußen ist einer. Da draußen? Dass die Puppen aber hier nicht verrecken, ne? Ich meine. Vielleicht werden die ja konserviert. Was heißt die konserviert? Strahlung vernichtet. Weißt du? Zelltod und so. Obwohl, so ein paar. Zombie-Comics und sowas und Bücher und Filme, da ist das schon so manchmal. Ja, Scum ist aber eher so fiktional logisch. Ja, das Ding verbindet uns mit dem Rest. Oh, der hat uns von unten gesehen. Wow, irgendjemand hat uns gesehen, ja. Von draußen. Oh, ein Wagenheber. Ja, also, ja, das Gebäude verbindet uns mit dem Hauptding.
komm, leck mich doch. Achtung. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Nein, renn zurück. Scheiße. Warum habe ich die Pistole draußen? Er ist unter uns, oder? Ich decke hinten ab. Irgendwo unter uns. Der hat einen Anzug an. Ich sollte das Fernrohr abnehmen. Da kommen sie. Oh! Glückstreffer. Das ist ein Streifschuss. Vor allem, die haben ja alle Anzüge an. Oh mein Gott, die haben ja wirklich alle Anzüge an. Hast du deine Taschenlampe an? Das hier ist ein Vintage-Anzug. Ich muss meinen auch mal reaktivieren. Und der hat gar nichts. Kann ich. Okay. Also die Anzugtypen kann ich scheinbar nicht looten. Okay, warte mal. Vintage, so ein gelber wie wir. Okay. Wow. Deine Waffe hast du aber auf Einzelschuss, oder? Genau. Oh hey, Benzin. Also ganz ehrlich, ich glaube, die Taschenlampe bringt dir nicht viel. Die ist nur auf Video. Okay, von hier kam die. Hier ist so eine offene Tür, warum? Ja, ne, ich glaube, die Taschenlampe bringt ja wirklich gar nichts. Die mache ich mal wieder aus. Ich glaube, so bringt nur Stimmung gerade. Oh, wir sind leicht über 10. Wir kriegen wieder Besuch. Irgendwo haben uns wieder welche gesehen. Müssen wir die ganze Zeit schleichen? Hörst du meinen Geigerzähler auch eigentlich? Ja, den höre ich. Ah, okay. Also von links kommt nichts. Ja, ich glaube, deine Taschenlampe kannst du auch ausmachen. Die macht keinen großen Unterschied. Ich meine, es ist ja nicht nachts. Glück. Wie spät ist es eigentlich? Vielleicht brauchen wir die später wirklich nochmal. Wir hätten vielleicht auf die Tageszeit achten sollen. Jetzt scheinen wir alle ins Reaktor gebaut. Oh, hier geht's ab. Warte. Okay. Und hier ist es ganz hoch. Vielleicht ist es dieser Container hier links von uns. Dieser Zylinder. Kann man da hoch? Kann man da was aufmachen? Das würde mich jetzt interessieren. Aber heilige, hier brennt das Ding ja noch durch. Okay, gehen wir rein. Okay, wir können öffnen. Server-Room. Da unten liegt einer. Okay. Ich hole meine Waffe raus. Okay, er hat uns gesehen da unten. Wir kriegen nochmal Besuch. Also nur ein Dicker. Warum kann ich die Tür nicht zumachen? Scheint wohl offen zu sein, ne? Ja, dauerhaft. Das Licht funktioniert ja noch. Was sind das hier für Kisten? Einfach nur Kisten. Okay, nichts Interessantes. Ja, ich glaube, wir wissen ja jetzt, dass... Warte mal. Aber wir wissen ja jetzt, dass wir das Ding, durchdrehen, ne? Ich glaube, das kann ich... ausschalten. Brauchen wir jetzt nicht. Ah, das Knacken hört auf.
Ich weiß nicht, wie sehr wir Licht hier drinne brauchen. Ich meine, man sieht alles. Es brennt irgendwo. Da liegt hier einer. Bark. Das ist Stand. Cool. Hier ist auch noch so ein Fahrstuhl wie ein Stalker so ähnlich. Warum, ganz ehrlich, warum kann ich die Tür nicht schließen? Da liegt noch einer. Hab ich ihn verfehlt? Wahrscheinlich vorgeskriptet. Okay. Yeah, Hipfire, Gangster, welcome to Grand Theft Automobil, schätze ich. Okay, vielleicht mache ich doch die Taschenlampe an. Nur um zu sehen, wie weit ich sehen kann. Do not enter. Das ist doch eine Einladung, da müssen wir rein. Eigentlich schon. Okay, und hier brauche ich die Taschenlampe wiederum nicht mehr. Das ist ja voll die alten Möbel. Wie in Sowjetzeiten. Oder ich brauche die Taschenlampe scheinbar doch, damit ich Figuren erkenne. Oder doch nicht. Es ist hell genug. Hier liegen welche, glaube ich. Das ist der Serverraum, okay. Ja, ich los. Au. Okay. Boah, krass. Okay, da hinten geht's hoch. Oh, hi. Serverraum brauchen wir hier nichts, oder? Ja. Ich glaube, von hier können wir. Wow. Das war aber knapp. Du hast keine Muni mehr? Doch. Wieso? Ah, okay. Was war? Wo sind wir jetzt? Control Room, Server Room? Control Room. Das ist doch mal was. Ich meine, da wird ja nichts gelagert, aber können wir uns trotzdem mal anschauen. Auf jeden Fall. Oh mein Gott, dann schaut dir mal die Wände an. Rollroom 3, schätze ich mal. Ganz ehrlich, ich. Wie cool. Ich würde Türen zumachen, wenn ich da drinne war. Oh lol, das ist ja halt wirklich so ein richtiger fetter Kontrollraum. Super geil. Und hier hat man plötzlich klare Sicht. Okay. Das ist ja erfrischend. Ah ja, wir haben keine Vergiftung? Nein. Anzüge sind gut. Warum sind so viele Müllbeutel? Ganz ehrlich. Als ob jemand hier Müll zusammenräumt. Ach du Heilige, sind hier eine Menge solcher Fächer. Zigaretten, wow. Oh, da ist ja noch einer. Oh oh. Gewesen. Oh, hi. Pass auf. Hi. Okay, ich passe hier auf. Krass, hab ich mich gerade erschreckt. Pass auf, ne? Hier sollte man echt nicht erwischt werden.
Oh oh. Ich schaue die rechte Tür. Ich glaube, wir haben ja rechte Tür. Ich glaube, der kommt da gleich durch. Krass. Okay. Warum sind hier Boomer? Das ist so der Ort, an dem am wenigsten Boomer sein sollten eigentlich. Okay, das ist ja noch ein Gebäude, aber solange es nicht beim Uran ist oder da, wo hier, ne? Okay. Er ist weg. Okay. Ja gut, hier hinten ist nichts Interessantes. Es brennt hier irgendwo. Ah. Okay. Links ist nichts. Links ist eingestürzt. Na, lass mich mal checken. Was sagt der Geiger? Ja, alles im roten Bereich. Ja, das klingt ganz am Brennen da. Reaktor hier links, ne? Okay, lalala. Interessant, dass die AK scheinbar jetzt nicht verstrahlt ist und das Schwert und der Rucksack aus irgendeinem Grund. Okay. Das ist mir auch schon aufgefallen. I guess, das ist ganz cool. Ey, komm, die Türen müssen ja wohl schließbar sein. Developers, come on. Okay, da war nix. Ja gut, das hier ist scheinbar nur der Kontrollraum gewesen. Hier gab es nicht groß was. Ich glaube, da müsste es jetzt Richtung Reaktor bestimmt da gehen, ne? Waren wir da? Nee. Ja, doch, ich glaube, die schlafen. Tot. Die sind tot. Wie waren wir? Ja, ah, hier waren recht. Wir. Das ist der Serverraum wieder. Ja, gut. Ach nee, das ist der Serverraum. Achso, das Nein, sind wir jetzt im Kreis gelaufen. Voll, das gibt's doch nicht. Okay, wir sind im Kreis gelaufen. Gut, dann gehen wir mal wieder raus. Okay, eine kleine Sportkammer. Aha. Und hier ist ja mal überhaupt nichts. Und hier? Ja gut, das ist nur kaputtes Zeug. Gut. Aber warum nicht do not enter? Warum do not enter? Was ist dahinter? Waren die Devs einfach zu faul, den Rest zu dekorieren? Okay, jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir wieder hier. Great. Nuklearer Regen. Wieder hier. Aber in dem Raum waren wir noch nicht, ne? Nee,
komme ich da überhaupt rein? Durchklettern. Sollen wir versuchen? Geht das? Ah, lol, als ob. Ah, probier mal. Leute, ja. Ah, lol. Okay, machen wir Platz. Okay, der Anzug ist nicht zerkratzt. Okay, sehr gut. Ah, lol, hier muss man halt wirklich jetzt springen. Ja, die Lampe. Die Lampe scheint. Echt jetzt. Wirst du verstrahlt? Nee, sieht gut aus. Hallo, sag bloß, da ist die Toilette involviert. Obwohl, die Lampe ist auch nicht so der Banker. Nee. Nee, hier gibt's nichts. Das ist einfach nur ein Raum. Bloß ein Raum, sonst nichts. Was ist das? Schuhe. Hm. Okay, ja, nee. Ist halt wirklich einfach gar nichts. Da oben ist so ein Katzengang, aber ja, gut. Da ist halt nichts. Da kommen wir nicht hoch. Gut, dann wieder hochklettern, schätze ich mal. Ah, ich sehe deine Anomalie hier. Oh, schweben. Die Matrix. Kommen wir, ja, wir kommen wieder raus. Kann ich den Anzug zerkratzen? Okay, ja, gut, dann... Scheinbar, das führt hier nur zum Kontrollraum und es geht woanders irgendwo rein. Wie sieht es mit deiner Temperatur aus? Warm, gut aus. Kalt, obwohl okay. Ziemlich heiß. Okay, lass uns mal da runter gehen. Ich würde da gerne mal hochgehen und gucken, in diesen Zylinder da rein. Aber es war tatsächlich, glaube ich, der Reaktor. Ja, ja, das ist das Reaktorgebäude, aber von hier kommt man nicht zum Reaktor rein. Und es gibt hier keine Meckers, das ist sehr gut. Ist hier... Nee. Ah, hier. Hast du das gehört? Oh, ein Bär. Das war ein Bär? Das klang für mich wie nach einer Drohne oder so. Ey, komm, nö. Keine Tschernobyl-Bären, bitte nicht hier. So, hier hätte man auch durchkommen können. Gut, Achtung, ich klettere hoch. Haben wir hier was? Nein, hier kann man einfach nur hochklettern. Was zum Teufel? Ah, lol, du kannst ja auch hoch. Dann geh mal vor. Ich glaube, es ist sicherer, als ob wir da unten anlaufen. Das ist ja wirklich ein Bär. Den sollten wir erschießen. Und wir sollten auf jeden Fall nicht runterfallen. Was machen wir hier oben eigentlich? Hier oben gibt es nichts. Nee. Oh, das sieht ja mal voll cool aus. Was ist das? Hast du das gehört? Dieses hohe Geräusch. Das ist doch kein Bär. Was ist das? Kommen wir da hinten wieder runter? Ist das ein Vogel? Oh, das ist eine Statue. Lol, da ist eine Statue. Ja gut, ja, hier ist eine Leiter, aber hier ist nichts. Aber ich denke, wir müssen... Was ist das? ...wirklich mal in den Reaktor, ne? Ich glaube, das ist irgendein U oder so. Aber das ist doch irgendwo hier da. Das war ein Bär?
der hier unten irgendwo? Okay, ich decke dich. Ich guck mal. Das Ding nehme ich wieder ab. Okay, bist du bereit? Hier unten geht's auch wieder rein. Ah, lol, Tatsache. Oh, okay, ich komme. Bist du bereit? Ich nehme mal an, das heißt ja. Ja, nee, besser nicht. Weißt du, du siehst aus wie so ein Monolith. Monolith, Herr. Das ist doch... Das ist kein atmosphärisches Geräusch. Ist das ein neuer Gegner vielleicht? Oh, da oben. Lol. Das ist ja fies. Ja. Eins mit der Wie Wand. Wie kommt er da hoch? Den sollten wir eigentlich kalt machen. Sollten wir auch. Wenn die auf, ey, wenn die das echt so lustig sind, dass die die Puppen auf die Rohre legen, ne? Ey, wehe. Das ist einfach nix. Lass mich mal den Geiger checken. Jupp, er dreht durch. Warte mal. Yo. Yo. Oh mein Gott, man muss ja wirklich klettern. Pump Station Reactor 3. Oh, Reaktor. Aber wie ist das Auto? Ich glaube, hier geht's zum Reaktor. Aber wie kommt das Auto hier rein? Gute Frage. Nächste Frage. Ist da vielleicht ein Tor? Ach, ein Tor. Ist da vielleicht ein Tor? Okay, noch sind hier. Ein Reifenreparaturset. Da hinten liegen welche. Okay, soll ich mich hinhocken? Das war nur einer. Und da ist noch einer. Warte. Ja, das kann man auch machen. Ich glaube, er kommt aber noch. Ich glaube, der ist einfach nur aufgestanden. Ich glaube, er lebt noch. Ja, er lebt noch. Da steht da und ist verwirrt. Ich sehe seinen Kopf. Dann gebe ich ihm noch einen zweiten Fall, wenn du willst. Ja, mach ruhig. Ich passe auf den Rücken auf. Okay, sauber. Gut. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich die Taschenlampe anschalten soll oder nicht. Aber gut, ja. Vielleicht ja, dann sehe ich, was am Ende des Nebels ist. Das sieht eindeutig besser, ja. Von mir? Hier geht es zum Reaktor. Control Room ist wieder hier hoch. Ich glaube, da kommen wir wieder an dieselbe Position. Hier haben wir Pump Station und Reaktor 3. Du
hast den Bolzen noch nicht genommen. Oder Holzpfeil. Ach so, das ist meiner. War alles gut. Nimm ihn doch. Da ist nichts unter der Treppe. Hier möchte ich echt nicht sein. Wir kommen an den interessanten Bereich ran. Warum hat's aufgehört? Wo bleibt das Finale? Was ist denn das hier? Ah, hier ist noch so eine Tür. Okay. Im Teaser haben die mal was im Nebel gezeigt, was durch die Tür gelaufen ist. Also, und die Tür geschlossen hat. Hm. Machen wir hier auf. Ui. Das wollte ich hören. Ich würde sagen, wir knacken hier gleich mal ein. Oder? Wenn es geht. Hast du was dabei? Nee. Überhaupt nichts dafür. Ich vermute, die sind wirklich da drin. Ja, ich weiß ja nicht. Ich will nicht nur halb vorbereitet hier. Naja. Wir dürfen ja eigentlich viel finden. Auch was für Panzerknack und alles ist, ne? So. Na gut, hier ist einfach mal nix. Ja. Gut, hier ist nichts. Keine Ahnung, was das hier für Dinger sind. Hier ist ein Kran. Das muss doch was heißen. Das sieht aus wie irgendwas zum Aufbewahren von irgendwas. Ich kann ja mal den Geiger wieder checken. Yep. Wir sind immer noch lebensgefährdet. Control Building. Oh, hi. Yo, ey. So ein dicker Vintage-Typi. Oh, das ist noch einer. Findest du. Okay. Wait a second. Ich bin sofort wieder zurück. Okay. Ja, Ladies and Gentlemen, wir haben hier zwei Kontrollräume.
Control Room 3, Reaktor 03 und Pump Station. Oh. Control Room. Oh, das sollten wir vielleicht mal lesen, was über den Dünen steht. Ein Gebäudeplan wäre auch gut. Welcome back. Okay, wir haben hier zwei Kontrollräume und über der Tür hier steht Reaktor 03. Ja, und da sind so ein paar Leute in den Räumen drin. Oh, hi. Was mit dem? Da kam ja angeschlichen. Okay. Da hinten ist noch einer. Ich kann doch deine Hand sehen, komm. Achtung, da ist einer. Also er ist tot, okay. Okay, alles gut bei dir. Lass mal nach Haarklammern suchen, würde ich sagen. Waren das meine Schritte? Ja, vielleicht war ich das. Okay, eine Packung Haarklammern hätte ich schon mal. Wir brauchen jetzt nur noch Schraubendreher. Sechs hätte ich schon sonst da. Das wird jetzt lustig, glaube ich. Ja, alleine sollte man echt lieber wissen, wohin man hingeht. Ich check mal lieber auf jeden Fall. Wie viel? 64, jawohl, geht ja noch. Okay, Haarklammer, Schraubendreher. Also ein Pack habe ich auf jeden Fall, 20 haben wir schon mal. Schraubendreher wäre jetzt noch wichtig. Wäre gut zu wissen, wo es hier wohin lang geht. Ach so, warst du hier? Ja. Ach so, das ist der. Okay. Noch mehr. Warum brennt es hier? Okay, wir könnten es mal versuchen. Ich habe auf jeden Fall ein paar Sachen dabei. Okay. Müssen wir wieder, glaube ich, da runter einmal. Oder auch nicht.
Ah, eine Mundharmonika. Ja, wohin gehen wir? Zurück zum Reaktor? Wir laufen nochmal in Richtung Reaktor. Okay. CR4. Ich werde ohnmächtig von der Hitze, sagte mir. Oh oh. Ich war, glaube ich, gerade wegen dem Feuer. Ach so. Okay, ich bin nur gerade mal durstig. Ja, gut. Von wo kommen wir? Von ich. Nein. Von da? Jo, von hier. Reaktor und Pump Station. Du sagtest, du brauchst Schraubendreher, oder? Ja, brauchen wir auch noch ein paar. Hier ist ja nur Papier drin. Und Streichhölzer und Haarklammern. Panzerband. Was zum Teufel? Hast du ein Radio gefunden? Junge, du bist verrückt. Mach das Ding aus. Das zerstört die Atmosphäre. Oh, Batterien. Ja gut, ich habe jetzt keine Schraubendreher gefunden. Okay, ich hab noch 6. Wir können ja mal probieren. Wir gehen einfach mal hin und versuchen es mal mit den 6 Stück. Vielleicht haben wir Glück. Gut, auf zum Reaktor. Ich glaube, wir gehen hinten hier, ne? Oder? Ach, da! Da ist ein Pfeil. Okay. Was ist der das eine jetzt hier? Schrank war hinten runter. Sind das jetzt hier Pumpstationen oder wie oder was? Das sind Pumpstationen, ist doch der Reaktor. Ja, das ist, glaube ich, was anderes. Ach so. Okay, ich gehe mal hier runter. Ich sagte runter. Ich bin aus Versehen wieder hochgegangen. Ja, Pumpe. Was zum Teufel, Junge? Alter. Fast hier abgestürzt. Gibt's ja nix. Ich glaube, hier unten geht's lang. Okay, ich komme. Sieht ganz gut aus. Ach, da ist ja noch der Schrank, stimmt. Oh, hier ist so ein Schrank. Was machst du da? Ach so, okay. Schnell. Ja, ich vermute mal, das sind einfach nur Schränke für Anzüge. Oder ich weiß nicht, sollte ich vielleicht schnell nachgucken? Ich meine, in den in den Patch Notes.
Und wo sind wir jetzt hier drinne? Oh, ja. Sealed Area, okay. Pump Station 1. Okay, ist nur eine weitere Pumpstation. Bewusster Reaktor. Der müsste irgendwo in die Richtung sein, oder? Pumpstation 2, okay. Ein Aushängeplakat wäre ganz nett. Ich glaube, da oben geht's zum Reaktor. Ich guck mal gerade. Okay. Wie kommen wir da hoch? Exit. Ja, was ist eigentlich ganz oben? Da waren wir ja auch noch nicht. Das ist interessant. Ganz oben geht's auch hoch. Mich würde es mal interessieren, ob der... Nee, keine... Die kannst du nicht öffnen, oder? Nee. Nee. Okay, Türen mit roten Lichtern sind scheinbar versiegelt. Was denn das? Ich glaube eine Wasserpumpleitung oder so. Cooling Restribution, ja. Gut, cool. Cooling Room. Soll ich mal vielleicht schnell gucken, wo drinnen der Graphit steckt oder das Uran? Das wäre was. Okay, pass mal auf mich auf. Ich schau mal ganz kurz in den Patch Notes nach. Mach das. Ich guck mal kurz in den Raum hinten rein. Und das sind wir auch schon. Aha. Nuclear Gear. Okay. Nice one of these. Aber wo findet man die Dinger? Want to look for special new wardrobes, that's where the money is. Oh, scheiße! Ja, spezielle neue Schränke. Ach du Kacke. Also, ja, also wir müssen zu unseren Autos. Spezielle neue Schränke. Ach du Kacke, du hattest recht. Also müssen wir einmal zurück, wahrscheinlich, ne? Die sind echt in den Schränken drinne. Scheiße, aber ich hab genug Dietriche eingepackt und okay, lass mich Zeug mal, das, eigentlich. Lass aber mich wir müssen wirklich versuchen. Einmal zu den Autos, glaube ich. Oder lass mich mal versuchen. Ach du Heilige, ich frag mich jetzt echt, wie viel das Zeug eigentlich wert ist. Und warum das in Schränken drinne ist. Aber was ist hier weiter oben? Ich habe ja schon gedacht, vielleicht im Ablingbecken schwimmen gehen, aber wer weiß, ob man da wieder rauskommt. Was ist das hier?
Sieht aber schwer danach aus, hier nach Reaktorbrechen ein, bis so vom Aufbau der Räumlichkeiten Exit. her. Hier, ja, tatsächlich. Reaktor. Oh. Weil du hast eigentlich immer so eine Trennwand, damit die Strahlung nicht hinten direkt durchkommt. Main Pump Reaktor. Das ist die Hauptpumpe. Okay. Warte, ich schau mal hinten. Ich bin sehr durstig. Ach. Junge, ist hier eine Menge Zement. Auch noch guter Zement. Hä? Okay. Was ist das hier für ein Raum? Oh, Reaktor. Warte mal, hier geht's zum Reaktor bei mir. Also mein Lieber, ich habe hinten geguckt. Ja. Da war kein Weg zum Reaktor. Und hier ist ein Weg zum Reaktor angeblich. Sieht auch okay, danach aus. Ja, stimmt. Mach mal zu. Weil hinten war auch kein Weg mehr. Halleluja, wir haben hier nochmal Schränke. Ach lol, das ist der Reaktor. Dann ist das doch tatsächlich das Abklingbecken, ne? Ne, warte mal. Hier waren wir noch nicht. Hier sind ja keine Becken. Ach, guck mal. Oh lol. Das sind die Dinger. Scheinbar. Junge, sind das viele. Und viele Schränke. Ach du Kacke, wir brauchen den Dieb. Also Reaktor 3 sollten wir uns merken, oder? Ja, okay, das ist ein Anzugschrank, glaube ich. Und das ist, was ist das denn hier? Ist das der Uranschrank? Ja. Das sieht ganz danach aus, ja. Okay. Habe ich schon gesagt, ich würde gerne mal mein Glück versuchen. Genau, hier war ich gerade gewesen. Wir sind im Hauptgebäude drinne. Ja genau, und wenn du jetzt mir folgst, da kommen wir gleich glaube ich sogar aufs Dach mal oben drauf. Ja, das können wir uns anschauen. Wenn das möglich ist. Ja, ich bin dehydriert. Ja, ja, wir sollten wirklich mal zu den Autos, ne? Ja, schnell machen am besten. Ui. Vielleicht komme ich hier durch. Junge. Reactor Control? Ja, hier geht's wieder zur Pump Station, ja. Oh. Und hier sieht man den Reaktor. Was ist denn das? Ja, hier drüben ist auf jeden Fall wieder geht's Pump Station. Ich glaube, das ist Weg nach draußen. Wenn wir hier sind noch mehr Schränke. Ach du Heilige. Wenn hier so viele Schränke sind, ich erwarte fast schon, dass nicht überall gutes Zeug drin ist. Sondern Iodidpillen einfach. Nee, hier geht's nicht hoch. Das ist derselbe Weg wie... Okay, aber ich glaube hier Pumpstation, da kommen wir wieder zu den Autos, ne? Ja, ja, können wir machen. Wenn wir den Weg runternehmen. Okay, kaputte Lichter. Was ist das? Main Pump Room. Okay. Ach, Level 5, okay. Level 4. F4. Echt, sind wir so weit hochgeklettert? Okay, 3. Ah, die Pumpen. Okay. Hm.
Control Building? Nein, wir müssen hier runter. Ach, da vorne ist der Ausgang. Okay. Aufpassen. Also ganz ehrlich, wenn das echt so schwierig wird, wie wo wir die Anzüge gesucht haben. Ist gut. Er kommt, schaut die Tür. Oder doch nicht? Ach, die sind draußen. Ich halte das Treppenhaus hier frei. Showroom geht's wieder nach oben. Wir wollen, glaube ich, hinten raus. Es sind zwei. Was war das? Okay, das waren zwei Boomer. Ja, ich bin dehydriert. Okay. Ah, oh, shit. Hier müssen wir raus. Okay, was ist das? Nix. Okay. Jetzt wird böse. Jetzt wird böse, glaube ich. Oder? Safe. Okay. Okay. Ja, wir müssen echt weg hier. Ich bin sehr durstig. Was zum Teufel? Lass uns wieder die Dings hochgehen. Okay, lass mal. War noch nicht, glaube ich, der Ort, von wo der Rauch kommt, oder? Was ist das für ein Vogel? Der Bär ist immer noch da. Okay, ja. Nur Puppen, alles gut soweit. Ja, lass uns hier abhauen. Stimmt, Richtung Süden, ne? Oh, look at this. Aha, wir sind auf der kaputten Seite. Ui. Wie haben wir das nicht, wie haben wir das übersehen? Vielleicht tödlich, oder? Ja, ich glaube, das hier ist der Leck. Yeah. Das erinnert mich gerade voll an Tschernobyl.
Ja, oder? Sieht schon mega aus. Aber von wo sind wir gekommen? Hier gewesen. Warte mal. Nee. Ah, wir müssen Richtung Süden. Einfach ja, ich glaube, wir sind hier die Straße runter. Wir sind hier durch das durch das andere Gebäude hierher gekommen. Stimmt, aber ich glaube, das sparen wir uns. Ne? Oh, da glaube ich war ein Tier. Okay, dann lass uns mal hier wegkommen. Ah, ich habe meinen Kompass nicht mit. Hurra. Habe ich gerade auch gemerkt. Okay. Ah ja, hier, das Gebäude hier vorne, ne? Jo. Okay, dann ab durch den Wald. Betonzüge, okay. Cool. Das ist aber schon mal hier. Ja, und dann noch solche Militärfahrzeuge, wo irgendwas draufsteht. Voll der Hammer. Okay, ja komm, ja, wir müssen was trinken. Jetzt verdursten wir einfach. Ich frage mich aber, ob man überhaupt noch in den Gang da reinkommt. Also in den Raum, der da kaputt ist und raucht. Stimmt, das wäre mal ganz interessant. Ja. Und warum kann ich einfach irgendwas irgendwo herumliegen in Schutt und Asche, weißt du? Warum muss das eingesperrt das sein? Das stimmt. Dass du einfach nur suchen musst und dann hast du es schon. Ja. Ich meine, weil pass sonst... Pass auf, irgendwo ist ein Bomber. Ich habe irgendwas gehört vor uns. Ja, weil sonst können Leute wie wir daran überhaupt nicht rankommen. Das stimmt. Ach, sieh mal, wo wir sind. Alles klar. Der Campingplatz. Ja, ja, stimmt, hier rechts ist auf die Straße, wo wir lang gelaufen sind. Dass man aber auch nicht schneller laufen kann. Du bist wirklich eingeschränkt da drin, ne? Das merkst du schon. Ja, aber du bist geschützt. Das ist das Wichtigste. Und das funktioniert. Ja. Das System funktioniert zumindest schon mal. Und meine Güte, was ein Radius. Wahnsinn, oder? Frag mich, in was für einem Umkreis Pripyat liegt. Ich glaube, Pripyat ist doch 30 Kilometer, oder? Achso, nee, du meinst Pripyat selber. Ja, Pripyat. Es klärt auf. Weil, wenn hier sowas geschehen ist, ne, müssten dann nicht eigentlich, müsste dann nicht die gesamte Stadt auf der anderen Seite evakuiert werden? Eigentlich schon, ne? Ja, ne? Aber vielleicht gehört das jetzt eine Story dazu. Wer weiß, was da rauskommt. Ja, vielleicht haben sie ja hier alles vertuscht oder keine Ahnung. Stimmt. Ja, es klingt ganz danach, ne? Ich glaube, hier wird man Missionen machen oder können oder keine Ahnung. Siehst du, hier wird wieder schön. Hier ist doch schön. Yep.
Brauchst du noch Muni oder bist du noch gut versorgt? Mir ist, ich bin gut. Ich habe noch 40 im Magazin und zwei volle. Ja, sauber. Interessant, aber eigentlich müssen ja auch unsere Karren strahlen, ne, wenn wir ehrlich sind. Ein bisschen. Keine Ahnung warum, aber so außerhalb der Atmosphäre scheint mein PC wärmer zu werden. Keine Ahnung wieso. Bei dir auch? Ja. Drinnen war es ganz normal, dann so, ja, um die 40. Aber jetzt hier wieder so bis 60 steigend. Das mag ich nicht. Warum ist das so? Ja, out of immersion. Die GeForce wahrscheinlich am Schreien, wa? Okay, ja, das ist ja Immersion Breaking. Auf jeden Fall, das war das Kraftwerk. Wir haben nicht alles gesehen. Wir haben gerade mal Reaktor 3 gefunden, oder? Ja, stimmt. Reaktor 3? Ja, wir brauchen einen Dieb. Also der gut im Panzerknacken ist, weil ich bin nur Anfänger. Also ich glaube, wenn wir da jetzt nochmal reinlaufen, dann auf jeden Fall gut vorbereitet. Panzerband, yeah. Dietriche, Schraubendreher. Also Panzerband habe ich. Wir können ja gleich mal in die Karren reingucken. Ich glaube, ich habe wirklich alles eingepackt. Ich habe sogar noch Medizin und alles. Lass mal eine Verschnaufpause machen. Ja, also das mit der Kontaminierung habe ich mir irgendwie bleibender vorgestellt. Mit dem Gegenständen. Da bin ich auch sehr überrascht. Ganz ehrlich. Aber gut, das ist ganz cool, schätze ich. Also wenn wir jetzt natürlich hier ohne Anzug rumlaufen oder selbst in C0 da, wie gesagt, einmal über die gelbe Straße fahren, da holst du dir schon so die Strahlung ab. Wow. Wer weiß, vielleicht... Ach, guck mal. Unser Lager. Ja, vielleicht werde ich von nun an im Anzug rumlaufen. Im gelben. Nur noch im gelben Anzug. Ja, nur noch. Ist sicherer. Zu Hause nur noch rausgehen mit dem gelben Anzug. Natürlich, ohne gehe ich nicht mehr aus dem Haus. Die gesamte Welt ist mein Feind. Ich meine, seien wir mal ehrlich, das ist ja wohl der beste Regenanzug. Oh ja, und der beste, ich denke mal, damit kannst du selbst im Schneegebiet gut überleben. Nee. Der ist bestimmt schön warm. Ja, auch. Dann gibt es uns erstmal schön Cafeteria-Pause hier. Oder wir steigen ein und fahren ein bisschen weiter weg. Ein bisschen weiter weg parken? Ja, ich bin ein bisschen paranoia. Komm, machen wir. Ich fahre dir hinterher. Ich meine, gerade ist sie so bei 2. Aber ja, okay. Wohin? Bis zur Brücke über den Fluss. Meinst du über den Fluss rüber? Nee, nur bis dahin vielleicht hinfahren. Das können wir machen. Okay. Kontaminiert man sich jetzt eigentlich die Karre, wenn man sich jetzt da reinsetzt? Eigentlich schon, ne? Also ich bin nicht kontaminiert tatsächlich. Laut Inventar. Aber es sieht gut aus. Keine Strahlung. Vielleicht wird Zeug kontaminiert, wenn eine Kontaminationsquelle vorhanden ist. Zum Beispiel wir, der Körper. Stimmt. Okay, Stein.
Ja, komm, lass mal einstecken. Ich habe echt keinen Bock hier was zu... Obwohl, ich habe hier doch sogar was gegessen. Immer noch hier. Hier ist sicher. Ah, hier ist sicher, super. Okay. Ja, dann lass mal was essen. Hast du was dagegen, wenn wir kurz eine 10 Minuten Pause machen und dann reingehen? Nö, alles gut. Dann würde ich mir mal kurz mal was zu trinken machen und so weiter, okay, und ja, dann wäre ich gleich wieder bei dir. Ja, YouTube, wie ihr seht, wir sind halt wieder rausgekommen. Das wird die erste Episode von Lost Places. Keine Ahnung, was wir noch machen werden. Ja, wir haben es halt rausgeschafft. Wir sind mit leeren Händen rausgekommen. Vielleicht gehen wir nochmal rein. Ja, vermutlich. Und ja, ich glaube, wie wir das Zeug jetzt rausholen, werde ich nicht aufnehmen, oder? Man kann es ja mal probieren, oder? Auf jeden Fall, das war's mit dieser Aufnahme. Bleibt sicher. Bei YouTube. Sehr geil.